Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Flusswald. Und Wartet! eventuell. Nein, wir warten nicht. Und dann gucken wir auch gleich mal, wenn es sich ergibt, wenn wir nicht aus irgendeinem ominösen Grund sofort zurückrennen müssen, gucken wir auch gleich mal in Falkenring vorbei, weil wir dort ja unsere Parzelle bekommen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also wie das dann ist mit dem Hausbauen und so. Hey, da sind wir unsere Verwandten. Mal gucken, was die so haben. Hallo. Wir sind Wüstenbewohner. Der Nordwind lässt unsere Knochen erzittern. Meine auch, mein Freund. Werft einen Blick darauf. So, was hast du denn so? Zeig mir mal alles. Anfälligkeit für Blitz? Nö, braucht man nicht. Blaue Jungentunika? Hast du zufällig ein paar Seelensteine, die gefüllt sind mit einer großen Seele? Natürlich nicht. Warte, was war das? Schwach? Nee, brauchen wir auch nicht. Mächtige Seele. Dankeschön. Orgischer Kriegshammer der Qual. So, sonst brauchen wir, glaube ich, aber nichts mehr. Ich frage mich, was man mit diesem Stroh machen kann. Was war das? Armselige? Okay. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Dankeschön. Wir könnten jetzt natürlich gleich wieder nochmal reingehen und das verzaubern. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, dass es in Flusswald gab es, glaube ich, auch einen Verzauberungstisch. Das mache ich dann dort. Hier wird gerade fleißig gearbeitet. Sind die Sachen da schon nachgewachsen? Tatsächlich. Was? Ich Es glaube liegt nicht. Frost in der Luft. Die Kälte Okay. wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Ja? Das wird deiner Ernte egal sein, weil ich die dann schon alles geklaut habe. Mir gehört der Pelagierhof direkt vor der Okay. Stadt. Ja. Miriel kümmert sich während meiner Abwesenheit gut um alles. Okay, ich glaube, es war nicht nachgewachsen. Wir hatten das nur noch nicht mitgenommen. Dann verkaufe ich mal schnell den Kohl noch, den ich gerade geklaut habe. Hallo. Bin ich bei dir? Bei dir? Braucht ihr etwas? Ich Ach hatte ja. meine Jahre voller Krieg und Schlachten. Sinnlos, das alles. Nun will ich nur noch eine Harke und ein Stück guten Bodens. Ich verkaufe Kohl. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ihr solltet mal Gemüse bei Carlottas Stand kaufen. Nö, Das nö. meiste davon stammt von meinem Hof. Brauche ich nicht. So, ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Wir haben die Sachen natürlich ganz ehrlich geklaut. Wer läuft da vorne? Hallo, wer bist du? Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Ja. Alle Feldkampfgeborenen. Braucht ihr etwas? Im Gegensatz zum Rest meiner Familie habe ich einiges zu tun. Reden wollte sie mit uns nicht. Sie fragt zwar, ob wir was brauchen. Hätten wir aber was von ihr gebraucht, hätte sie uns gar nichts geben können. An den Wachen mal schnell vorbeigelaufen, sonst wollen die wieder irgendwelches Geld von uns, weil sie uns angeblich kennen würden. Dabei kennen wir in Wirklichkeit keinen von den Wachen. Halt, da war doch irgendwas. Bergblume. Da läuft wer? Hallo, wer bist du? Habt ihr euch lange genug an diesem grotesken Anblick gelabt? Halt, ich will mit dir Ich sollte reden. wohl dankbar sein, dass ihr mich nicht sofort angegriffen habt. Bei eurer Haut seid ihr krank, dazu merkwürdig. Es sieht aus wie Blutergüsse. Ich bin einer der Befallenen. Ohne Periites Schutz wäre ich schon vor einem Jahr an dieser Seuche gestorben. Wohin geht ihr? Ich gehe zurück nach Hochfels. Unser Hirte ist vom rechten Weg abgekommen. Und ich fürchte, Periites Zorn wird all jene verschlingen, die bei ihm bleiben. Kesch kann euch vermutlich mehr dazu sagen.
Ich will nur so schnell wie möglich weg aus Himmelsrand. Finde Cash im Schrein von Periti. Periite. Wo ist das? Karte X. Irgendwo bei Einsamkeit. Also in genau der anderen Richtung. Ist er dann, wenn er, er kommt aus der Richtung hier, von Flusswald. Ist er dann hier rumgelaufen? Oder anders gefragt, wo will er hin? Ach, wir sind hier. Egal. Er kam trotzdem aus der Richtung. Na gut. Mach ich wieder weg. Wollen wir jetzt ja nicht verfolgen. Ihr braucht etwas? Die Quest kenne ich aber auch nicht, ob die neu dazugekommen ist. Und ob der Wolf hier wieder respawned ist, den wir hier mal erlegt haben. Fragen über Fragen. Und keine wird sich uns... Natürlich wird sich uns beantworten. Wenn der Wolf noch hier ist, wird er uns angreifen. Hallo, Wolf. Ich weiß noch, ich habe ihn damals dann hier ins Gebüsch gezogen. Glaube ich. Nix. Niemand, der uns angreift, aber auch niemand, der da im Gras liegt. Okay. Das war ein Stein. Der Hirsch da ist weg. Ah ja, den haben wir ja erlegt. Aber der liegt auch nicht mehr hier. Hatte ich da nicht mal noch gefragt, ob die es ewig liegen bleiben? Tun sie nicht. Jetzt wissen wir's. Nani? Natürlich, da müssen wir drüber springen. Da kann der nicht einfach so hoch laufen. Da fliegen Vögel weg. Hier ist immer noch tolles Gezwitscher. Die Richtung geht nach Helgen, nach Riverwood. Riverwood und nach Riften. Aber. Moment, nochmal zurück. Falkenring ist ja nicht ausgeschrieben. Hier einmal schön balancieren. Und was war das? Eine Biene. Nein, ich bin die. Geh weg. Hinter euch. Ja, du kannst mir genau ins Bild, Lydia. Ihr geht vor, ich folge. Und da sind wir wieder in Flusswald. Wollte schon Helgen sagen. Ist nicht Helgen. Und ich bin der Meinung, hier drin gibt es einen Verzauberungstisch. Gleich werden wir es wissen. Hier gibt es auf jeden Fall so ein Alchemie-Dings. Also irgendwie Alchemie hat jeder. Aber Verzauberung nicht. Alles klar. Okay. Hi. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich möchte das Dachzimmer mieten. Das Zimmer unter dem Dach? Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Aber ich brauche das Dachzimmer, das wurde mir so gesagt. Nun gut, sollten wir jetzt schlafen oder was sollten wir machen? Ha, wir haben das Zimmer gemietet und stehlen trotzdem von der Truhe, wenn wir da was nehmen. Alles klar. So, erstmal die Tür zu machen, ein bisschen Privatsphäre. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon vergangen. So. Okay, ich glaube, wir müssen mal schlafen. Stopp. Es war nicht das Zimmer, verdammt. Wir holen uns wieder was. Wir haben Zimmer und Essen, auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Kann der Typ nicht mal die Klappe halten? Das nervt. Hey. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir.
Ach, jetzt hat's uns das Horn gegeben. War die also da drinne? Die Fremden mit Schwertern. Das soll man die Klappe halten, der nervt total. Ich habe übrigens nicht das Gold geklaut. Ich war auch Schließ vorher die nicht. Tür. Ich war auch vorher nicht im falschen Zimmer. Nun können wir reden. Ah, natürlich. Ein Geheimraum. Warum bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen? Hey! Nein, verdammt. Hey! Ein Verzauberungstisch. Okay, red mit mir. Ja? Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Ja, ich auch. Seid ihr diejenige, die das Horn genommen hat? Genau. Das ist die wichtigste Überrascht. Frage. Überrascht. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Was hat es mit der Nacht- und Nebelaktion auf sich? Ich hatte jemanden erwartet, der größer ist. Hier bin ich, was wollt ihr? Was hat es mit der Aktion auf sich? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Ich frage mich, ob die auch das sagen würden, wenn wir ein Elf wären. Weil die Talmor sind ja Elfen. Was wollt ihr von mir? Ihr solltet besser einen guten Grund dafür haben, mich hierher zu verschleppen. Ich bin nur wegen des Hornes hier. Wir drohen mal ein bisschen. Nur so konnte ich sicher gehen, dass dies keine Falle der Talmor war. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Stimmt. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Okay. Sprecht weiter, ich höre zu. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Mhm. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Okay. Und wie? Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Warum habt ihr das Horn aus Usengrab entwendet? Warum sucht ihr ein Drachenblut? Ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch her sind. Frage. Ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch her sind. Ich muss euch nichts beweisen, ich bin hier fertig. Woher wissen wir, dass ihr kein Talmor seid? Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Das stimmt. Das ist ein Argument. Warum habt ihr das Horn entwendet? Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Warum sucht ihr ein Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Ja, schon. Ja, so habe ich erfahren, dass ich ein Drachenblut bin. Ich absorbiere einen Teil der Macht der Drachen, mehr kann ich nicht sagen. Das geht euch nichts an. Wir sagen mal die Wahrheit. Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Warum? Ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch her sind? Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Was ist der Haken an der Sache? Es gibt immer einen Haken. Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot. Vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Wisst ihr, wie verrückt sich das anhört? Oder was denkt ihr, was die Drachen wieder lebendig... Warum die Drachen wieder lebendig werden? Nein, Delphin, das hört sich verrückt an. Tja, vor einigen Jahren habe ich einem Kollegen fast genau das Gleiche gesagt. Wie sich herausstellte, hatte er Recht und ich Unrecht.
Okay, und was denkt ihr, was die Drachen wieder zum Leben erweckt? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Wie habt ihr das alles herausgefunden? Das ist mal eine gute Frage. Das solltet ihr doch wissen. Ihr habt im Ödsturz-Hügelgrab die Karte für mich organisiert. Der Drachenstein war eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künesheim ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Aber wir haben doch ihr nicht den Drachenstein gegeben. Die wusste überhaupt nicht, dass wir im Ödsturz-Hügelgrab waren und den Stein geholt haben. Oder? Vielleicht arbeitet die mit den Fahrengard. Vielleicht sind die irgendwie im Bunde. Künesheim. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Finde den Drachenfriedhof. Okay. Ich bin noch nicht ganz bereit. Ich kann nicht warten, bis ihr eine Entscheidung trefft. Wir treffen uns in Künesheim. Vergeudet auf dem Weg dorthin keine Zeit. Mach ich nicht. Ich gehe nur über Falkenring. Das nehme ich mir mal. Dankeschön. Kann ich mir das angucken? Karte der Drachengräber. Ich mag das angucken. Geht nicht. Okay. Also, das fängt von unten an und geht nach oben. Okay. Wann wird dann das Grab dran sein, dass da ganz unten, also unten, wo Riften ist, da links ist? Wann ist das dann dran? Egal. Wir... Das ist mal das Buch. Das nehmen wir mit. Machen wir uns auf den Weg nach Künesheim. Ja, ja, ich komme gleich. Ich nehme nur einen kleinen Umweg. Schnell mal hier noch gucken. Die Fellstiefel. Mit ein der Prost auf die Jugend, muss auf so unsere Zeit. Mit denn dem Kämpfe mächtigen sind bald schon vergangen. Oh, ich bin auf Reisen. Übernimmt die Tabelle. Instrumental AD und alles. Gut, was besser als gar nichts. Der Typ uns wieder, ist so schrecklich laut. So, ciao, Ogner. Du wolltest mich umbringen, ich weiß es genau. Der Königsmörder soll zittern und beben. Lass mich raus, der Typ singt zu laut. Dankeschön. Künesheim liegt in diese Richtung. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie ihr wollt. Ich würde gern mit dir reisen, wir müssen uns aber trennen. Ich muss in die andere Richtung. Bis später.